spielt heute Abend also nicht. Und darum ist das Team von der SL Young Tigers komplett. Die Mannschaften sind bereit, sie waren bei den Goalies und die Scheibe ist im Spiel. Tigers bereits im Drittel von GCK Lions. Die Bewegung hat kurz rausgespielt. Ich kann schon sagen, sie haben schon in den ersten Minuten, wo wir noch bereit sind. Das ist etwas mehr Spielanteil. Probiert also das Spiel hier gerade bereits zu machen. Der Schuss auf das Goal. Aber haben wir Goal durchgegangen. Von Joel Bieri. Okay, für GC. Aber da ist ja der Seija Scheidegger wiederum im Goal. Auf der Gegenseite bei GCK Lions der Raphael De Boni. Die Möglichkeit. Der Pass ist gekommen. Dann haben wir den Goal durchgeschossen. Formation wieder auf dem Eis. Als linken Flügel der Iri Felsmann. In der Mitte ist der Darels Dukurs und rechts aussen der Philipp Scherz. Es ist jetzt gerade bereits gewechselt worden und die zweite Formation kommt auf das Eis. Dort haben wir den Jenny Timo links. In der Mitte ist der Joel Bieri beim Anspiel und rechts der Janik von Bergen. Jonas Schwab. Ein guter Versuch war, die Scheibe allerdings zu spät gespielt. Mit dem Schwab Jonas ist der Patrick Bär. Als linker Verteidiger. Ich war gerade der Jamal Kapul. GCK Lions. Ein Angriff von den Young Tigers. Und sanft in die Bande geflogen. Dort der Philipp Schätz. Da hat geschossen der Roman Trachsu. Da
Karel Stukurs, zieht jetzt vor aus dem Feld gehen, neuer Anlauf zu holen. Macht das in seiner Manier. Er hat noch gestern Abend in der ersten Mannschaft gespielt. Pass für das Goal, hast du gerade kennen gesehen. Guter Versuch. Ist das von Joel Bieri. Strafanzeige gegen die SCL Young Tigers. Gegen Joel Bieri. Wegen Grosscheck, 10 Minuten. Das erste Powerplay, Möglichkeit für GC Kalainz. Spieler Chibo allerdings gerade selber aus dem Dritt raus. Müssen neu aufbauen. Installiert. Spielt Chiba aus Summe. Der Schuss. Ist das von Ramon Benz? Mit dem Niklas Wegmüller. Hat allerdings jetzt gerade Mühe hinter dem Goal, die Scheibe zu kontrollieren. Aber alles gut. Gegangen. Ein möglicher Böckverlust von den Young Tigers. Wie ihr es gehört, die Young Tigers sind komplett. Das Powerplay vorbei für GC Kalainz. Es ist nicht gerade viel passiert. Der Seija ist auch lecker kaum geprüft worden. Aber sie sind wiederum im Drittel. Schlussversuch. Von Bergen probiert dort zu schieben. Remo Bieri. Abblockter Schuss. Heissing. Bereits 8 Minuten gespielt. Spielstand nach wie vor 0-0. Young Tigers etwas mehr in den Scheibenbesitz. Also richtig brandgefährlich, vielleicht jetzt. Nein, auch nicht. Der Raphael De Boni, der Sieger. Bei GC Kalainz.
Der Darius Dukuls ist da rausgegangen. Es war nicht ganz klar, was er hatte. Vom Eis. Oh, in die Garderobe. Ja, vielleicht werden wir es noch erfahren. Sanft auf die Rücken geflogen. Ist da der Michael Bütikofer ist das gewesen. Guter Versuch, die bin nicht ganz angekommen. Ich glaube, am Offside vorbei da. Bande, Chib ist wieder freigespielt. Der Meier ist das gewesen. Und die Felsmann mit einem wunderschönen Pässchen wiederum. Aber da ist eben der Raphael De Boni. Die Möglichkeit von Joel Bieri vernichtet hat. Guter Schuss, klare Sicht für den Golio wiederum, der Raphael De Boni, der so richtig warm geschossen wird. Wiederum die dritte Formation auf dem Eis. Das ist ein langes Dribbling vom GC-Kalendspieler. Sie sind bemüht. Aber im Moment noch nicht so richtig. Und die Young Tigers sind vor mit einer weiteren Chance. Gerade wiederum von Michael Bütikofer gewesen. Und jetzt aber auch ein Schuss auf den Seija Scheidegger. Auch kein Problem für ihn. Auch gehalten. War ein bisschen schnell gespielt, aber eine Möglichkeit für Timo Jenny, der das erste Band war.
Jetzt auch eine Strafanzeige gegen GC Kalainz. Jetzt betrifft er Daniel aus dem Kopf. Somit der ist Young Tigers. Kommen zu mir im ersten Powerplay. Und damit dabei ist auch wieder der Daryl Stukurs. Als linker Verteidiger. Möglicherweise ein Stockwechsel. Als er gerade in die Garderobe gegangen ist und den Stock dort hatte und gewechselt hat. Entweder sich geht sich allein 1 zu 4 sehr gut. Das mit gutes Boxplay. Jetzt mit Tempo. Jetzt dritte. Jetzt ein bisschen auf der gleichen Seite. Vielleicht wäre ein guter Seitenwechsel, ja genau. Allerdings ist das durch die Mitte durchgespielt und prompt ist eben nicht richtig angekommen. Der ist abgewehrt worden, aber weiterhin ist immer Besitz. Schafft ein paar Sekunden durch. Kommt noch Treffer oder nicht? Möglichkeit. Blockt. So ungenau der Pass. Aber mit weiterhin Powerplay. Wiederum blockt. Jetzt kann eins auswechseln. Wäre sehr gut, GC Kalainz. Also sie sind immer dran. Sehen an bei den Spielern. Beim Gegner. Er hat sich da einfach auf ein Defensivspiel eingestellt. Vorne mehr Entlastungen. Gefährlich war, aber gut gemacht. Mit der Nummer 10, der Levi Feurer. Heute und dort, man sieht es. 3 gegen 2.
Spielen sie noch 3 Minuten und 50 im ersten Drittel. Spielstand nach wie vor 0-0. Kurze Möglichkeit für GZK Lainz. Hat da aber keinen Schuss mehr aufs Tor gebracht. Geschossen, aber ja, der Anton Haberbeck hat das Goal getroffen. Und auch diese Scheibe ungenau. Basit hat können annehmen, der Ahle Oppart. Ja. Da hat man es gerade ein bisschen zugeschaut. Das war Aktion von der Nummer 9 von der GZK Lainz. Mit dieser Chance der Alex Kübler. Und der Leini vor der Seija Scheidegger. Trifft den Pfosten. In der letzten Minute hat doch GZK Lainz die oder die andere Möglichkeit gehabt. Lange Tigers ein bisschen verhalten. Versucht hat sie reagieren und der Iri Felsmann wird gefoult. Bein weggezogen. Strafe gegen GZK Lainz. 1 Minute auf 55. Vor der ersten Pause. Und es ist Ramon Benz, der dort auf die Strafbank muss. Also, das zweite Powerplay für die Young Tigers. Sind wir gespannt, was sie jetzt machen daraus. Das erste war nicht so gut gewesen. Versuch. Ja, wir müssen ausspielen. Und wenn wir das machen, dann fällt uns das Goal. 1-0. Nach einer Minute und 12 Sekunden wäre noch Strafe gegangen. Der Darrell Stukurs, ein wunderschönes Goal geschossen. Von der rechten Seite. Also, das erste Powerplay-Goal, das Powerplay, das hat passt. Ist dann besser geworden noch. Scheibe schnell gespielt. Ringsum. Also, der Tim Mattis, Passgeber. Und der Iri Felsmann. Er ist noch wieder im Drittel von der GZK Lainz. Probiert da noch mal das Powerplay aufzuziehen. Zehn Sekunden sind zu spielen. Hey,
Und jetzt ist die Pause da. Die SCL Young Tigers haben gut angefangen, haben viel Scheibenbesitz gehabt, haben dann gerade ein bisschen nach dem ersten Powerplay Mühe gehabt und haben dann plötzlich GC Kleins aufgekommen. Aber jetzt nach dieser Strafe und während dieser Strafe im Powerplay schiessen wir 1-0 durch Darels Dukuls. Wir hören uns und sehen euch wieder nach der Pause. Selber auch einen Versuch gehabt, haben aber nicht viel daraus machen können. Erst in den letzten Minuten sind sie aufgekommen und haben Chancen gehabt, einen Pfostenschuss. Aber darauf haben wir gerade das Powerplay-Goal für die SCL Young Tigers. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Es wird bereits gespielt. Das war ein blinder Pass. Und abblockt beim Iri Felsmann. Philipp Scherz war eine Bande. Hat die Scheibe nicht unter Kontrolle gebracht. Ist gerade wechseln. Vorhin hat der Alex Kübler Stock noch in Luft gehabt. Jetzt müssen wir gar nicht mehr berühren. Gutes Vorchecking von den Young Tigers. Aufwand oben GCK Lines. Sie probieren immer gerade in Überzahl Druck auf die Scheibe zu machen. Das können die SCL Young Tigers unterbringen mit guten, weiten Pässen. Vor allem schnelle Pässe.
der Michael Bütikofer hat dort schieben können. Kurz gewinnen, hinter dem Goal, hat machen mögen. Für Darrels Dukurs, Torschütze. Aber der Raphael De Boni hat aufgepasst. Hat die Scheibe gehalten. Das ist. Kurz so einfach gelöst von Roman Draxler mit der Bewegung, Freiung. Die Scheibe ist weg. Koster Alain Poppart. Immer noch eine Scheibe. Hinter dem Goal. Sehr schön gemacht. Das war eine Möglichkeit hier. Immer wieder kommt die Scheibe vor das Goal. Aber der Raphael De Boni bleibt ruhig. Ja, und der Schuss, der ist eben nicht bis zum Goal gekommen, bis zum Seija Scheidegger und dann bis zum Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht auflösen hier in der Luft. Wo müssen sie sein? Hier haben wir noch ein Stück Stock auf dem Eis. Aber wir sind nicht auf dem Spielfeld, sondern direkt draußen. Das heisst, das Spiel läuft. Ist nicht unterbrochen worden bis jetzt. Mit einem Check an die Bande. Höherer Schuss, oder wäre vielleicht drin. Wäre besser gewesen. Spiel geht wunder weiter. Hin und her und jetzt gibt es wieder mal einen Unterbruch. Icing. Hier sieht es von einem Häusler aus, könnte es auch sein. Ja, das ist etwas so. Es ist auch entdeckt worden von den Schiedsrichter. Nachdem der Joel Biri sie aufmerksamkeit gemacht. Thank you.
Er hat jetzt Mühe, die Scheibe aus dem Drittel zu bringen. Jetzt ist es gelungen. Setzt sofort nach. Zeigen es immer und mehr im Scheibenbesitz. Die Felsmann, das bisschen zu lang dribbeln. Hätte vielleicht die Scheibe können tief in die Ecke abspielen. Darrell Dukurs. Abgelenkt. Herr Patrick. Hat da können schiessen, aber das zweite Mal ist nicht gelungen. Jetzt sieht man es wiederum. Zwei Spieler vorne bei GC Kalainz. Und auch wieder das zweite zum Spieler her und mit Schiebe gewonnen. Schlussversuch. Wir probieren Druck zu machen auf das Goal. Da ist immer wieder der Raphael De Boni. Und das war eine Möglichkeit für Joel Bieri. Aber der Raphael De Boni hat wiederum gehalten, hat aufgepasst. Steu vom Boden geblieben. Keine Lücken auf. Goal. So, ja, Schädecke hat aufgepasst, spielt jetzt wieder zurück. Hinge das Goal. Grosse Bemühungen von der GC Kalainz. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen. Jetzt 2 gegen 1. Darius Dukurs, 2-0. Kurz im Moment geschaut, geschossen und dann ist die Scheibe. Spiel geht in die richtige Bahn für die SL Young Tigers. Wir führen 2-0. Der Passgeber war der Patrick Bär von hinten. Young Tigers wiederum im Drittel. Janik von Bergen. Der GC Kalainz, aber das hat sich jetzt können befreien. Eine Möglichkeit war da.
Offside. Knapp, aber es ist Offside. Spielmitte ist bereits durch. Wir führen 2-0. Wir gehen kurz nach der Spielmitte. Es war 30-32, als Darrell Stukur das 2-0 geschossen hat. Noch einen schönen Konter. 2 gegen 1. Er hat keinen Pass vorgezogen, Pass gespielt, aber hat das Goal entsprechend gemacht. Und jetzt haben wir noch kurz ein 2 gegen 1 gehabt. Mit dem Abschlussversuch. Von Philipp Scherz. Der hat jetzt doch die eine oder die andere Chance gehabt. Die dritte Formation. Bei der GZK Lions auf dem Eis. Es hat gewechselt. Abschlussversuch von Jonas Schwab. Angespielt worden von Per Patrick. Aber Schuss abgelenkt und ins Netz. Abschlussversuch jetzt gerade von Patrick Bär. Wiederum jetzt Goal getroffen und die Scheibe ist auch ins Goal. Ins Netz, nicht ins Goal, ins Netz eben, von Alain Poppart. Wir haben ja schon mal Weihnachten. Ja, der ist im Goal. Nicht direkt geschossen. Abgelenkt. Über die Achsel von Raphael De Boni. Und es steht 3-0. Kaum das Wort erwähnt, Weihnachten kommt das Goal auch gerade. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das der Alain Poppart gewesen. Das Goal gemacht hat. Wir werden es nur noch sehen oder hören. Ja, der Pascal Kirchmann war der Passgeber zu dem 3-0, wo der Alain Bär, der Alain Poppart, geschossen hat. Besser gesagt, eine Scheibe aufs Goal und das ist dann abgelenkt worden. Die Scheibe ist aufgespickt und über einen Goalie ins Netz. Ein Pass für Iri Felsmann. Kurz am Boden gelegen ist da der Alex Kübler. Ist wieder aufgestanden. Oh. Das wird gleich auswechseln.
Möglichkeit für Ötzkal 1. Aber da ist noch der Seija Scheidegger. Oh, der ist nicht bezwungen worden. Die Möglichkeit hatte, um das Goal zu schiessen, wäre der Silvan Berner gewesen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber dann hat das Goal durchgeschossen. Durch Timo Jenny. Der ja lange verletzt war. Es sind schon einige Spiele dabei. Schon. 5 Minuten 0-7 sind noch die Spiele im zweiten Drittel. Es steht 3-0. Schon eine klare Sache. Aber die Goal die kann man gleich noch schnell aufholen. Aber so im Moment, wie das Spiel läuft, sieht es eher nicht gerade so aus. Spricht auch nicht viel dafür für GCK Lines, der bemüht ist sehr. Aber ja, bis auf vorher gerade die Chance vom Silvan Berner noch nicht so viel können aufs Goal schiessen. Von den SL Young Tigers, wo der Seija Scheidegger im Goal ist. Und jetzt haben wir hier gerade den Pfostenschuss gesehen. Abgelenkt, besser gesagt, vom Raphael De Boni. Mit seinem Reflex, Fanghand. Die Young Tigers doch jetzt spielbestimmend. Seit ungefähr 10 Minuten in dem Drittel. Wiederum ein Schuss gewesen. Also ganz klare Chance bloß für die Young Tigers. Ja, leider keine Zahlen. Dass man das in der Statistik noch ausweisen könnte. Weiterer Schuss gewesen auf Raphael De Boni. Auch ein Versuch von Anton Haberbeck. Aber er ist wieder an die Bande bleiben kleben. Und hat er versucht, den Pass zu geben. Die Scheibe ist auch in den Tigers dritt und die haben die Scheibe wieder schnell abgefangen und rausgespielt. Jetzt haben wir das Icing, also ein Spielunterbruch. Sofort hängt oben bei beiden Hedge-Schiedsrichter. Das war nicht die Scheibe, das waren die Füsse. Besser gesagt, Schläfe, Füsse in der Schläfe vom Alex Kübler. Da gibt es eine Kalenz, Strafe jetzt gegeben gegen Patrick Beer.
2 Minuten für Beinstellen. Also, das ist ja lang Tigers. 2 Minuten. Wenn nichts passiert, die Unterzahl. Ich habe sogar so eine Kontermöglichkeit. Gutes Powerplay. Und ja, da ist der Anschlusstreffer zum 1-3. Man hat gut draussen gespielt, geschossen auf einen Seiya Scheidegger. Der hat Labrauen im Nachschuss. Ist der Böck im Goal gelandet, aber wer das war, konnte ich noch nicht sagen. Wären wir aber auch gerade kurz umhören. Also die Strafe hat sich nicht gelohnt. Für den SC Young Tigers. Hey, die Scheibe nicht mehr aus dem Dritt rausgebracht. Hey, aber jetzt wieder gerade eine Kontermöglichkeit gehabt. Und Ariel Stukus, der da geschossen hat. Und der Raphael De Boni, der die Scheibe in der Fanghand vergraben hat. Schuss von Linus Chaton. Wiederum eine Möglichkeit. Noch abgelenkt, aber nicht zum Goal kommen. Und die Scheibe. Abgewehrt. Immer wieder Spieler mit der Nummer 10 von der GCK Lions, der Levi Feurer. Ist da sehr nach vorne orientiert. Hier. Und ist jetzt sogar zum Abschluss gekommen. Hätte noch nicht richtig können schiessen. Aber der Seiya Scheidegger hat die springende Scheibe können blockieren. Und es gibt wieder einen Spielunterbruch. Und das 21 Sekunden. Wacht. Ende von dem zweiten Drittel, wo wir eigentlich mehrheitlich die SL Young Tigers haben. Spielbestimmer gesehen. Darum 3-0 ist in Führung gegangen. Vor kurzem die Strafe, allerdings von GC Kleins für den Ausnutz im Powerplay und den Anschlusstreffer zum 1-3 können wir machen. Und jetzt habe ich auch noch gerade per Mail bekommen, wer das Goal geschossen hat. Das war der Endo Meier. Auf Pass Anton Haberbeck und Nino Niedermann. Und wir haben es gehört, Sirene ist bereits durch. Das zweite Drittel ist beendet. Der Patrick Bär bewogen zu einem Beistellen. Er wollte nicht mehr spielen. Und dann nach 38:15. Der Anschlusstreffer durch Endo Meier zum 3-1. Jetzt sind wir im letzten Drittel. Wir können gespannt sein. Kann GCK Lions noch mehr Goal schiessen? Kommen sie zu einem weiteren Treffer oder sind es die SL Young Tigers? Das werden wir sehen in den nächsten Minuten, wie das Spiel hier weitergeht.
Jedenfalls ist sicher wieder ein bisschen Spannung zurückgekommen in das Spiel. Aber auch wieder der SL Young Tigers mit dem ersten Versuch. Guter Versuch. Aber ist auch gleichzeitig geblockt worden vom GCK Lions Keeper, der Raphael De Boni. Der heute aber ja mehrmals geprüft worden und eigentlich sehr gut da mitspielt. Das war ein waghalsiger Versuch, aber trotzdem aus dem Dritt rausgekommen. Mit dieser Scheibe ist der Daniel Ustinkov. Und das weitergeleitete Scheibe. Geschossen, abgelenkt im Netz. Hinter dem Goal. Scheibe aus dem Spielfeld gesprungen. Zur Spielerbank von der SL Young Tigers. Es wird wiederum angespielt im Drittel von der Young Tigers beim Goalie Seija Scheidegger. Zwei Kämpfe sind gewonnen worden von den Young Tigers und trotzdem ist es die Scheibe wieder bei der GCK Lions. Der Remo Vieri hat dann noch interveniert, wieder Linus Chateau vor ihnen. Ja, und da hat jetzt der Alain Popat versucht, die Scheibe vor das Goal zu bringen. Ist nicht ganz gelungen. Jetzt zuerst an der Scheibe. Ein guter Schuss gsi vom Roman Trachsu. Der war zwar überrascht, dass er die Scheibe gerade so über die Schaufel bekommt. Und kann losziehen, das Goal. Und noch das auch ein guter Schuss vom Team Mattis. Aber kein Problem, jeweils für den Raphael De Boni von der GCK Lions. Mit einem Vorstoss. Ist allerdings der geblockt worden. Abgedrängt eine Bande.
Michael Bütikofer hat gespielt vor das Goal und der ist drin. Das 4-2. Jetzt geschossen, der Alain Poppart. Das nach 3 Minuten und 59 im letzten Drittel. Sie gespielt. Es steht 4-2. Der alte Spielstand wieder, den wir hatten, nach dem 3-0. Die 3 Goal zum Schinnen. Das ist es so und der Passgeber eben, der Michael Bütikofer, der dort die Arbeit hat gemacht, auf der Seite hinter dem Goal. Ein guter Pass. Stellenabschluss von Alain Poppart. Darum steht es jetzt 4-2 für die SCL Young Tigers. Für GC Kleins wird es jetzt ein bisschen schwierig. Allerdings kommen sie wie bereits nach dem 3-0 zu einem Powerplay. Strafe gegen den SCL Young Tigers. Ausgesprochen wird die Strafe gegen Team Mattis. Der fragt, wieso. Keine Absicht. Das ist meistens nicht bei Strafe. Aber eben, wie es gesprochen ist, Haken wird angegeben. Powerplay Nummer 3 für GCK Lines. Mal schauen, was sie daraus machen. Pfostenschuss, die Scheibe springt hinter Seja. Scheidegger runter, geht näher auf die Seite weg. Und ich will probieren zu intervenieren, aber er hat die Scheibe näher nicht mehr vor das Goal gebracht. Glück für den SCL Young Tigers. Da haben wir schon bereits wieder das 9-4 gekämpft. Gut reagiert vom Van Traxel. Gut aufpassen, wenn er sich überhaupt rausspielen konnte. Positioniert im Powerplay. Diesmal in die Fanghand von Seja Scheidegger. Noch 25 Sekunden Strafe für Tim Mattis. Sie haben geschossen aus dem Ecken raus. Genau, ein Pass und darum gibt es gerade Icing. Und zwar ist das der Spieler von der GCK Lines, der Luca Grigioni. Young Tigers wiederum komplett.
Diesmal konnte sie nicht ausnutzen, GZK1, das Powerplay. Bis auf den Pfostenschuss, sonst ist da nicht viel passiert. Wiederum Eising, diesmal auf der Seite der Young Tigers. Wird hier angespielt. Nicht auch gefährlich gewesen, der Backhand-Schuss. Das war mir der Pass gewesen, aber knapp neben dem Goal durch. Felsmann. Die springt da relativ viel das um. Jetzt geht es sogar aus dem Spielfeld. Unterbruch. Pass gsi. Eine gute Möglichkeit gsi da hier. Und die Mattis, Nummer 44 der SC Young Tigers. Der Pass gefährlich war vor dem Goal durch. Ist blockt, abgesprungen, hängt das Goal und hier schon wieder ein Pfostenschuss. In dem führen sie GZK1, drei Pfostenschüsse heute Abend. Die Young Tigers sind dort alle ins Goal. Check von Philipp Schätz. Hat auf die Spielweile keinen Einfluss gehabt, der Check, und Jibis war bereits weg gewesen. Glück gehabt, dass es gar keine Strafe gegeben hat.
blaue Linie wieder gewonnen. Wiederum. Handpass durch den Team Mattis. Eigentlich eine Reflexbewegung. Mensch, probiert er alle Popart. Hier schon bereits zwei Treffer heute Abend. Wieder Darels Dukurs. Ja, und da ist fast der zweite Treffer gefallen für GCK Lainz. Aber da hat wieder etwas der Seija Scheidegger dagegen. Darum steht es nach wie vor 4-2-1. Ja, das ist auch die Einstellung gegen Philipp Scherz. Schnell Tempo kommen, später ran gewesen, da geht es ein kleineres. Und darum gibt es jetzt die Strafe. Gegen Ramon Benz. Jetzt können sich die Tigers wieder über die Zahl bestätigen für einen weiteren Treffer. Powerplay. Das ist die erste Formation. Und wir in Felsmann mit einem guten Pass zum Darels Dukurs. Der schießt allerdings über das Goal. Noch einmal gerade. Diesmal auf den Goalie. Aber der Raphael De Boni hat auch diese Scheibe gehalten. Ja, möglicherweise war der Pass noch einmal gut auf Alain Popart. Hat den Schuss vorgezogen. Der Iri Felsmann. Das ist ein gutes Powerplay. Noch leicht abgelenkt. Aber geht sich allein, kann sich befreien. Die Strafe geht noch rund 45 Sekunden. Removiere mit dem Aufbau. Joel Bieri im Zusammenspiel mit dem Janik von Bergen. Und mit dem Abschlussversuch. Jetzt ist Kleins komplett. Also, dem Powerplay das okayes Goal geben. Gut gespielt. Gute Möglichkeiten gehabt. Aber es steht nach wie vor 4-1. 5,5 Minuten sind noch zu spielen.
ein Heissing abpfiffen. Jawohl, gab Paul. Kurz der Scheibe mit der Nummer 14. Geht sich allein. Oh, die Scheibe auch wieder rausgebracht. Mit seinem Verteidiger zusammen. Daniel aus Dinkhoff. Ja, ist man selber. Auch gesagt, gefoult. Vorbeigeholt. Die Tiger sind mit einem weiteren Powerplay, könnte man sagen. Und mit einer Möglichkeit. Einmal mehr für den Darrells Tukurs. Und der Sieger ist da, der Raphael De Boni. Wollen noch ein bisschen schnell spielen. Getroffen. Am Schlittschuh. Nicht vor das Goal kommen mit der Scheibe. Oder der offene Spieler, der da noch länger vom Eis ist. Der Nico Winterberger, der Nummer 13, der es vorhin gebracht hat am Schlittschuh. Er ist jetzt gewechselt. Das Goal gespielt, aber verhindert worden, ist nicht möglich gewesen. Wir können schiessen. Das war ein Energieanfall da vom Team Kosik. Ja, die wäre eigentlich auf Alex Kübler gekommen, der kann allerdings auch nicht schiessen. Jetzt haben wir auch einen Vorschuss von den SCL Young Tigers gesehen. Philipp Scherz. Und dann hat auch noch einmal versucht, der Iri Felsmann. Und der Philipp Scherz nochmal dort vor dem Goalie, aber das ist auch zunichte gegangen. Und jetzt der Darrells Tukurs nochmal. Nein, auch nicht. Abgewehrt und Chibi ist dann noch hinter dem Goal ins Netz. Spielen sie noch 1 Minute 28 Sekunden, dann ist auch das Spiel gespielt. Die Tigers führen nach wie vor 4-1. Durch einen weiteren Treffer. Nach 43 Minuten 59 der Alain Bobwart, sein zweiter Treffer. Passgeber war der Michael Bütikofer.
Hier auch nochmal eine Chance. Der andere Zweikampf gibt es da jetzt noch. Die jeweils unentschieden, beide zusammen auf dem Boden, auf dem Eis, besser gesagt. Die Koffer hatte hier noch gerade einen Energieanfall gehabt. Aber da waren drei, die ihn behindert und gestört. Nach wie vor sehr schwierig hier. Wir können schiessen auf das Goal. Dann doch noch zum Abschluss kommen, aber die Scheibe ist dann wiederum abgelenkt und hoch ins Netz. Und wahrscheinlich das letzte Anspiel. Für die SL Young Tigers im Dritt auf der GCK Lines. Ja. Das Spiel ist fertig, wir gewinnen 4-1. Dann geht sich eins. Nach dem ersten Drittel ist es 1-0 gestanden.